weil wir uns damals überlegt haben, irgendwie Strategien, Consulting, strategische Statements und wir gehören ja in die Champions League der Kundenmanagementberatung und gehen ja da über das Thema top-professionell und gleichzeitig Lebensgefühl. Da war uns klar irgendwie, wir müssen gar nicht über Werte reden. Ne? Wenn man sich B&W ansieht, B&W hat tolle Werte, Teamgeist, Leidenschaft, Fairplay, Siegeswille, Spaß am gemeinsamen Erfolg, da brauchen wir gar nicht mehr. Aber wir brauchten so irgendwie so eine eigene Identität. Und dann haben wir aufgeschrieben, was könnte denn die Identität sein. Und dann kamen wir irgendwie auf eine Tapete von, weiß ich nicht, 200 Begriffen. Und es war klar, wir können weder einen Begriff streichen, noch kann das irgendjemand irgendwann mal verarbeiten. Dann haben wir gesagt, wir brauchen irgendwie so einen gemeinsamen Nenner, drei Begriffe, die irgendwie für alles stehen. Und ja, da kam es relativ schnell eigentlich, weil B&W Consulting hat immer was mit Menschen zu tun, also People war klar. Dann Beratung hat immer was mit Professionalität und Perfektion zu tun, also war der zweite Begriff irgendwie Perfection. Und eins ist auch klar, wir Lebensgefühl, wir wollen Spaß haben bei dem, was wir tun, wir wollen Spaß vermitteln bei dem, was wir tun, und das fanden wir mit dem Begriff Punk irgendwie wieder, also war es People, Perfection, Punk. Und wenn wir heute den Campus machen, ist ganz klar, da steht das Thema Perfection im Vordergrund, aber natürlich bei allem, was man an Perfektion als Berater braucht, dürfen People und Punk nicht zu kurz kommen. Insofern werden wir auch das so ein bisschen damit einweben. Aber der Campus ist wirklich ein Riesenbaustein, um das ganze Thema Perfection für immer und ewig hier zu zementieren und nach vorne zu bringen. Insofern bin ich total happy heute, der erste Campus, und bin ganz aufgeregt. Mal sehen, was die Kollegen nach dem vierten Tag dann so alles dazu sagen werden.